Falls du jetzt alles, was wir hier gemacht haben, rückgängig machen wollen würdest und wieder deine Dot zurückschicken wollen würdest zur Relay-Chain, dann geht das auch einfach. Ich zeige dir einfach mal, wie das hier funktionieren würde. Wir würden natürlich erstmal wieder zurückswappen, denn wir halten ja etwas an Glimmer derzeit und würden das zu Dot swappen. Und dann können wir an dieser Stelle einmal wieder nicht alles an Glimmer schicken, damit wir noch was übrig haben für Transaktionsgebühren. Ich gebe an dieser Stelle mal für mich 7 Glimmer ein und habe hier dann noch 1 Glimmer übrig und swappe es zu Dot, klicke auf Approve. Die Transaktion ist nach wenigen Sekunden durch und jetzt haben wir wieder unsere Dot fast ganz zurück nach den Gebühren. Und jetzt können wir wieder auf die Seite von Moonbeam gehen, apps.moonbeam.network, gehen hier wieder auf Crosschain, Parachain Bridges, wählen unseren Coin aus, den wir bridgen wollen, Dot, und sagen aber diesmal nicht von Polkadot zu Moonbeam, sondern von Moonbeam zu Polkadot. Also klicken wir hier drauf, sehen wir von Moonbeam unsere Adresse zu Polkadot und dieser Adresse, was alles so für mich okay ist, und dann klicken wir auf Max, also alles, was wir an Dot da haben, und nach Abzug einer kleinen Gebühr können wir das verschicken. Dann sehen wir, dass das wieder lädt und nach einigen Sekunden haben wir dann unsere Dot wieder auf der Relay-Chain, also auf dem Hauptnetzwerk quasi von Polkadot. Und nach 44 Sekunden ist das Ganze durch und wir können mal wieder auf die Talisman Wallet gehen. Wenn wir auf die Wallet-Adresse gehen in Talisman, ist es wieder zurück auf unserer Adresse, auf der Relay-Chain selbst, als Dot, nicht mehr als XC-Dot. Und jetzt haben wir es quasi rückgängig gemacht, alles was wir rübergeschickt haben zu Moonbeam und die Aktion, und jetzt wieder zurück auf die Relay-Chain. Und ja, damit ist deine Reise, denn diese kleine Reise, diese kurze Reise einmal zu Ende und quasi wieder rückgängig gemacht, falls du das machen wollen würdest. Und ich hoffe, das hat dir gefallen und du hast ein bisschen was gelernt. Vieles davon, wenn du es einmal kannst, einmal gemacht hast, ist es immer wieder ähnlich. Crosschain verschicken, eine dezentrale Handelsbörse benutzen, staken. All diese Dinge wiederholen sich prinzipiell auf verschiedenen Chains auch relativ ähnlich. Von daher ist der Wert von dem, was du jetzt gerade hier gelernt hast, relativ hoch, da du es immer wieder benutzen kannst und auf dieses Wissen wieder zugreifen kannst. Ich hoffe, du hattest Spaß. Sag uns Bescheid, wie du das fandest. Gib uns Feedback. Und wenn du Fragen hast, dann kontaktiere uns sehr gerne. Dafür sind ja auch auf unserer Webseite die Anlaufstellen entsprechend vermerkt. Und ja, bis bald auf der nächsten Reise in die Kryptowelt.